Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. B-R-O-O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Heilige Scheiße. Chris! Oh, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. It's Spinglebab. So. Es ist Spinglebab. Spinglebab's der Mörder. So ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen. Hey, komm runter. Es ist nicht echt. Ich kann das jetzt nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben. Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann. Ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Ja, da hinten war was. Das ist wahr. Jess? Jess! Oh, verdammter Scheiß! So, am liebsten natürlich weiter nach Totems suchen, Jess, aber gleichzeitig auch sehr schnell sein, um zu Jess zu kommen, weil ich echt Angst hab. Jess? Jess! It's Spinglebab! Süße, bist du da drin? Shit! Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Hau rein, Phoenix. Schön, dass du hier warst. Links vom Traktor ist ein Totem, hat jemand gesagt. Ach, komm schon. Oh, echt? Danke. Gefahrtotem auch noch. Licht meines Lebens? Licht meines Lebens, das ist auch irgendwie süß. Sechs Leute sind wir immer noch. Sechs Leute, ja. 606 Leute sind wir immer noch. Unfassbar immer noch, wirklich. Das ist nicht witzig. Sehr, sehr cool, dass ihr noch alle dabei seid. Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht. Ah! Oh, oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Warte, das musst du sehen! Das musst du sehen! Ich will mir das nicht! Nein! Guck, nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Gut, du hast gewonnen. Okay, schön. Du gewinnst. Oh, das ist doch kein Wettstreit. Aber ich gewinne. Jedes Mal. Aha. Wie du meinst, Babe. Noch ein Totem. Da sollten wir hochgehen. Yo, Kaiger LP. Schau. Ich tue mein Bestes, dass ich bis morgen durchhalte. Ich habe ja noch ein paar Stündchen vor mir. Aber das kriegen wir schon hin. Wow! Das ist ja ein echtes Wetter. Willkommen zurück, Kirsche. Du weißt, ich hab's drauf. Die Zahl wird auch komplett sinken später. Auf jeden Fall. Spätestens so gegen 3 Uhr oder 2 Uhr oder sowas werden viele, viele gehen. Aber das ist auch völlig verständlich. Und ich freue mich, dass ihr jetzt alle dabei seid. Macht mich sehr, sehr glücklich, dass so viele jetzt zugeschaltet haben. Ein Eichhörnchen.
Jemand da? Nope. Das war ein Hirsch, ja. Komm immer weiter auf den Weg zu der kleinen Hütte. Nein, ich spiele immer noch kein Hearthstone, weil ich es nicht runtergeladen habe. Wenn nur noch 10 dabei sind, werde ich genauso wie sonst auch einfach weiter streamen. Es könnten auch 2 dabei sein und ich werde weiter streamen. Danke fürs Follow, Bonaparte. Knutschen? Oh, Mike, hör auf! Okay, dein Pech. Das ist cool. Das war ein Status-Update, auf jeden Fall. Oh, diese Fliege, ne? Ohne Spaß, ich werde heute Abend noch zum Mörder. Glaubt mir. Wird heute Abend noch zu müde. It's Spinglebab. Danke fürs Followen. Warum liegt hier Schnee rum? Warum hat er eine Maske in der Hand? Was dann wohl passieren wird? Was ist das? Ich will's gar nicht wissen. Autsch. Oh Gott, der Arme. Der wurde ein bisschen zerfetzt. Verdammt! Echt furchtbar. Shit, ich glaube nicht, dass er durchkommt. Hirsch beruhigen. Hey Mann. Oh mein Hey Kumpel. Gott, das arme Tier. Ist okay. Es ist okay. Es ist okay. It's Spinglebam. Mike, er hat so große Schmerzen. Es ist bald vorbei. Okay Kumpel, es ist bald vorbei. Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Ahnung! Du bringst hier lang, Mike! Komm hier rüber! Ist ein Bär, bestimmt ein Bär! Da! Hoffentlich war es eine gute Idee. Hoffentlich war das eine gute Idee. Komm schon! Komm schon, wir müssen weiter! Ja, ja! Hey, hol die Treppe! Du musst sie retten! Oh mein Gott! Das war knapp! Was? Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Oh, Schwachsinn! Nein, 100%, 100%, 110! Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Er kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche es. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? In meinem Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch.
Das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Na, wir brauchen doch kein Feuer, damit uns... Ciao, Rosa Teddy. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer. Ja, Leute, ich hab's langsam kapiert, dass ich den Tod dann vergessen habe. Ja. Ihr braucht nicht weiter das reinschreiben, okay? Wenn's einer schreibt, hab ich's gelesen. Keine Angst. Was soll ich jetzt noch groß machen? Ich hab's jetzt verpasst. Ist okay. Ist passiert. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Okay, Brennstoff ist da. Fehlt nur ein Streichholz. Streichholz habe ich das wohl gesehen. Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Wäre besser. Lucky, Lucky. Jetzt gibt's Feuer für mein Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Habe ich recht? Lucky, Lucky. Jetzt gibt's Feuer für mein Schnucki. Genau, ein Streichholz ist da noch drin. Natürlich. Kennt man. Mike 1, Feuer 0. Macht immer noch keinen Sinn. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Oh, oh, oh. Da-da-da-dam-da-da-da-da-dam. Oh, sie zieht sich aus. Until Porn beginnt. Krass, die hat nur noch ein BH an. Was ist das? Ups. Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Jetzt hören wir ja auch schon die Musik. She wants the D. Ah, kommt hin. Was haben wir denn da auf dem Boden liegen? Dein Telefon! Mickey, Mickey, was? Jetzt gibt's Feuer zu Ficky, Ficky. Wieso denn mein Telefon? Oh. Keine Ahnung, erst. Kam halt das Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Bestimmt nicht kalter hey! Draußen. Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, ratet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau, wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß! Also, genießt!
jedes Mal davor, Mann. Ui. Hallo? Was ist jetzt mit Sex? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Willkommen zurück, Koru. Sollten es rausfinden. Gibt's hier auch nicht irgendwo Totems? Keine Ahnung, ich bin ungründlich. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Das Brillenetui? Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Ha? Panty-Shot. Jawohl. Ich dachte, ich bekomme jetzt eine Vorlage zum Masturbieren. Ach, Jungs. Was ist denn los? Mensch. Hier ist auch nirgends ein Totem. Oh, was ist da? Aha, 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 aha. Ah, ui. Oh mein Gott. Alles okay? Ich glaub schon. Da. Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Hm. Mussten da draufdrücken, ne? Ich glaube schon, leider. Wow, Wand geht auf, Kopf explodiert. Sind wir hier? Die Bücher kaufe ich mir nicht sehr gut. Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Vorschicken, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Vielen Dank. Und da ist die Spinne. Mmh. Lecker, lecker Spinni. Wow. Was? Wow, was ist das? Kann ich das doch noch umdrehen? Ah. Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Heilige Scheiße. Schau's dir an. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Da hat sie wohl recht. Danke fürs Followen, Teddys. Traumhaft. Und hier ist jetzt, glaube ich, sogar noch ein Totem versteckt, wenn ich mich recht entsinne. Das hat, glaube ich, einer von euch in die Kommentare geschrieben gehabt. Ist jetzt ja nicht unbedingt ein Spoiler, weil... Das hat mir einer extra mal gesagt. War nicht hier irgendwo einer? Glaubst du, es war wirklich jemand... So ganz assi versteckt irgendwo? Wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen. Ich werde ab jetzt Buch führen. Der stammt anscheinend von Josh's Mom. Ja, sie bemüht sich sehr, etwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Ureinwohnerstamm. Ja, das schlechte Karma reicht sehr, sehr weit. Weil ich sehe hier jetzt kein Totem. Gut. Wollen wir mal hier rein? Hier vielleicht ein Totem. Da geht die Tür raus. Raus müssen wir auch noch nicht unbedingt.
Ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant. Und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Das ist neu. Es hat geklungen wie eine Warnung. Ich meine, vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen. Das Licht. Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris? Wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Wir kommen! Ashley! Oh-oh. Was ist los? Lass mich rein! Ashley! Ich werde... Hash! Hash! Hey!